Wieder ein schwieriger Wochenbeginn für die internationalen Börsen. Die Tableaus sind mehrheitlich rot. Russland überzieht die Ukraine erneut mit Raketenangriffen. Am Donnerstag erwarten wir die Inflationszahl aus den USA. Die hat immer Potenzial, die Märkte nochmal zu beunruhigen. Ja, das Umfeld bleibt schwierig und wir wollen heute diskutieren, unter anderem, sind wir denn schon am Punkt der Kapitulation oder nahe an diesem Punkt? Wir, das sind Roland Vogt von invest.ch. Dann ist hier im Büro unser Chefredakteur der Finanz und Wirtschaft, Jan Schwalbe. Mein Name ist Sylvia Walter, ich bin Redaktorin im Ressort Märkte der Finanz und Wirtschaft. Übrigens, wenn Sie Themenwünsche haben, die wir künftig aufnehmen sollten, dann melden Sie sich doch bitte und geben Sie uns das durch. Aber jetzt kommen wir zurück zu den Märkten. Jan, dich haben wir vergangene Woche nicht sehr oft in der Redaktion gesehen. Du warst am European Finance Forum in Paris. Welche Erkenntnisse hast du uns denn da mitgebracht? Ja, genau, ich war in Paris. Das war auch wirklich spannend. Dort war sozusagen die Creme de la Creme der europäischen Finanzbranche versammelt. Da waren Notenbanker, Asset Manager, da gab es ganz, ganz wichtige Trader. Und ich habe so ein bisschen versucht rauszuspüren, wie denn die Stimmung ist und habe natürlich so ein bisschen gehofft, dass meine negative Einstellung zu den Märkten da aufgeweicht wird und dass ich mit nach Hause nehmen kann, dass wir das, was du vorher gerade erwähnt hast, diese Kapitulation irgendwie schon hinter uns haben. Und ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Die schlechten Nachrichten, die Kapitulation haben wir noch nicht hinter uns. Also die Stimmung war extrem negativ. Also ich habe kaum jemanden gehabt, der irgendein positives, eine positive Nuance in den Märkten im Moment gesehen hat. Gleichzeitig sagt man ja aber auch, wenn jemand so negativ ist, dann kann es nicht mehr schlechter werden. Und das ist dann diese Kapitulation und irgendwo scheinen wir uns dort in der Nähe zu bewegen. Ich möchte es aber doch noch mal ganz kurz runterbrechen. Also wir haben die gängigen Schlagworte gehört. Das sind Inflation, das ist Rezession, das ist der Krieg in der Ukraine, das sind Lieferengpässe und das ist auch wieder ein bisschen Covid. Dann kommt aber auch noch dazu, dass man neue Schlagworte hat oder relativ neue Schlagworte wie soziale Unruhen. Man hat in Europa auch ein bisschen Angst davor, dass das ein Thema werden könnte. In England sehen wir es ein bisschen und auch in Frankreich. Und dann auch noch die fiskalpolitischen Fehltritte. Auch wieder in England hat man das gesehen. Und das könnte auch noch ein weiteres Problem werden. Also Probleme, Probleme, Probleme. Ich glaube zwar, ja, irgendwo, man spürt so eine gewisse Kapitulation, aber das muss noch tiefer gehen, damit es wirklich eine Umkehr gibt. Jan, das sind ja mehr Anekdoten, die du uns jetzt hier erzählt hast. Gibt es denn noch harte Fakten, die darauf hindeuten, dass vielleicht der Tiefpunkt noch nicht hinter uns liegt? Gibt es. Also wir hatten in der Finanz- und Wirtschaft die sogenannte Asset Allocation Umfrage. Da haben wir gesehen, dass von 10 Experten nur ein einziger übergewichtet in Aktien war. Also da sieht man auch so eine gewisse Kapitulation. Und wenn man dann noch auf so Gradmesser wie den, ich muss das hier ablesen, immer die American Association of Individual Investors, die haben auch so ein Barometer, wo man sieht, wie optimistisch sind die Anleger im Moment und 3/4 sind dort im Moment sehr pessimistisch. Also es gibt durchaus nicht nur Anekdoten, sondern auch kleine Beweise, dass wir nahe an einer Kapitulation sein könnten. Aber ich glaube, es ist nicht sehr nahe, leider. Also das Timing bekommt man ja eh selten wirklich auf den Punkt hin. Aber unterm Strich würdest du sagen, es ist zu früh, um in Aktien wirklich zu investieren. Also wenn ich da auch wieder nach Paris schaue, wenn ich dort mit Leuten gesprochen habe, hört man, wie gesagt, sehr wenig Optimismus. Wenn, dann kommt immer das gleiche Wort zur Sprache und das heißt Preismacht. Also Unternehmen mit Preismacht, die sind interessant. Und da denke ich an Branchen wie Luxus und Healthcare zum Beispiel. Und da bin ich auch relativ froh, weil wenn wir uns an alte Börsencocktails zurückerinnern, da hatte ich empfohlen unter anderem Novartis oder Swatch Group. Und ich finde immer noch, beide passen da hervorragend rein. Also das sind beides Unternehmen mit starker Marktmacht. Und hast du uns auch einen neuen Aktientipp mitgebracht? Würdest du dich wagen, da noch einen Tipp abzugeben? Das ist ehrlich gesagt schwierig, aber ich habe mal ein bisschen gegraben und bin ins Ausland gegangen und bin dort bei
AMD Advanced Micro Devices gelandet. Das ist sozusagen der Intel-Konkurrent. Der war mal irgendwie weg vom Fenster. Intel hatte die im Sack sozusagen. Und seit einiger Zeit holen die aber Marktanteile zurück, haben auch einen tollen Chip auf dem Markt und haben mittlerweile auch diese sogenannte Preismacht. Also die müssen sich zwar gegen Intel durchsetzen, auch preislich, aber die haben sehr, sehr gute Margen und der Markt hat das noch nicht so richtig erkannt. Und ich würde sagen, AMD ist ein Tipp von mir, langfristig. Wir haben jetzt viel gehört über Eindrücke, über Sentiment am Markt, aber ich möchte das gerne jetzt noch absichern und ich möchte jetzt gerne noch mit Roland Vogt zusammen anschauen, wie genau, welche Botschaft hat der Markt an und für sich an uns? Und da sind wir dann bei der Charttechnik, Roland. Was sagt uns die im Moment? Ja, also ich schaue die Märkte von innen an. Also das ist quasi das Yoga, wo man die Aufmerksamkeit auf den Markt selber legt. Also die Preisbewegungen und nicht die Inputs, wo wir jetzt davon gehört haben. Und dort sieht es so aus, das kann man sachlich beobachten, dass die Abwärtsbewegungen an Momentum verlieren. Das heißt, der Markt geht jetzt so langsam in die Landephase über, aber eben die Landung ist noch nicht geschehen. Und jetzt perspektivisch, es ist gerade jetzt gestern eine neue Roadmap zu den Märkten erschienen. Wir machen das alle 3 Monate. Und ich kann jetzt auch nicht ins Detail eingehen, das würde den Rahmen sprengen. Aber was man jetzt damit rechnen muss, ist, dass es jetzt sehr volatil wird. 2, 3, 4, 5 Monate vielleicht extreme Schwankungen. Und ich glaube, die letzten paar Wochen haben wir schon eine erste Tranche davon gesehen. Ja, Roland, diese Landung, die hatten wir uns eigentlich schon in den Sommermonaten erhofft. Da hatten wir diese kurze Erholungsphase. Jeder hat gehofft, es wird von längerer Dauer sein. Und man weiß es ja, wenn man schon geflogen ist, das kann auch in so einer ganz holprigen Landung wieder münden, indem man vielleicht sogar das Flugzeug nochmal hochziehen muss. Du würdest also sagen, die kommenden Wochen und Monate werden so etwas holprig bleiben. Also die Marktphase, die jetzt bevorsteht, nach meiner Einschätzung, die wird extrem schwierig. Herausfordernd für viele Investoren, die halt einfach reagieren. Und das prozyklische Handeln, das ist da absolut gefährlich. Und das wird jetzt einfach dauern. Und es gibt ein paar externe Faktoren, die man sicher auch noch beobachten muss. Ich spreche jetzt hier von Währungen, die Währungsmärkte. Hat ja auch damit zu tun, dass, was wir sehen in den Charts, sind ja nicht Punkte, sondern Währungen. Es gibt ja dazu auch ein Video. Und die Währungen, die spiegeln uns im Augenblick ein Bild vor bezüglich den europäischen Märkten, das eben nicht genau stimmt. Der DAX beispielsweise oder auch Eurostoxx, die wären 10% tiefer schon, wenn die Währungsabwertungen nicht wären. Also was man aufpassen muss, wir messen ja das Ganze in Währungen und die Währungen haben auch einen Kaufkraftverlust. Man muss das alles mit berücksichtigen und ich kann mir vorstellen, dass es eben auch dann einen Teil dieser Holprigkeit verursachen wird. Ja, liebe Zuschauer, was nehmen wir mit? Die Unsicherheit ist nach wie vor sehr groß von Seiten Charttechnik. Auch die Stimmungsindikatoren geben noch kein eindeutiges Zeichen für Kapitulation. Was Sie jetzt bereits lesen können, ist ein Interview mit David Rosenberg auf unserer Webseite. Der ist seit 40 Jahren im Kapitalmarkt unterwegs und der sagt durchaus auch, der Markt kann noch 20% korrigieren. Aber wie Sie auch wissen, die Nacht ist am dunkelsten kurz vor der Dämmerung. Also die Anleger, die das Gefühl haben, das Korrekturpotenzial gegen unten ist eher beschränkt, die sich schon vorsichtig an den Aktienmarkt herantasten wollen, die können sich durchaus auf Optionsstrategien einlassen. Strategie klingt das ist ein großes Wort, aber Optionen zu kaufen ist gar nicht so komplex. Mit einem Verkauf einer Put-Option wetten Sie quasi auf leicht steigende oder auch seitwärts bewegende Märkte. Das kann durchaus passieren von diesem Zeitpunkt. Sie müssen darauf achten, wenn Sie eine Put-Option verkaufen, dass der Ausübungspreis, eben der Strike, idealerweise unter dem aktuellen Kurs liegt oder sehr nah unter dem aktuellen Kurs.
Damit wetten sie eben dann darauf, dass sie die Aktie zum Verfallzeitpunkt der Option günstig erwerben können. Und weil sie etwas verkaufen, streichen sie eine Optionsprämie ein. Und da ist auch ganz wichtig, die Optionsprämie bewegt sich mit der Volatilität. Idealerweise verkaufen Sie diese Option an einem Paniktag. Dann ist die Volatilität sehr hoch und Sie können eine höhere Optionsprämie einstreichen. Das wäre mein Tipp gewesen, wie Sie vielleicht im aktuellen Umfeld sich doch sehr vorsichtig an risikoreichere Wertpapiere herantasten können. Machen Sie sich vielleicht noch etwas schlauer darüber, wie so eine Put-Option funktioniert und auch der Verkauf dieser Put-Option. Ja, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sie können auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder hier uns den Daumen geben auf YouTube. Wie gesagt, Sie können uns auch gerne Themenvorschläge machen, die wir, wann immer möglich, aufnehmen werden in zukünftigen Ausstrahlungen. Dann hat es uns sehr gefreut. Wir hoffen, Sie sind im nächsten Monat wieder mit dabei. Ade.